Ja, und willkommen bei Monster Hunter World zur ersten Episode. Und ja, ich freue mich schon drauf, das Let's Playen. Ich habe ja schon gerade eben ein Video gemacht, ein Ankündigungsvideo. Ich habe das schon am 26. schon gekauft, also davor schon gekauft, die Beta auch gezockt. Und habe jetzt Lust bekommen aufzunehmen. Einfach mal so. Weil ich davor einfach keinen Bock hatte, wortwörtlich. Ja, ich wollte nämlich einfach nur spielen und nicht mir bei sagen und so weiter. Und jetzt habe ich mir entschieden, komm, ich fange jetzt mal langsam an. Weil es gibt ja erst kaum YouTuber, die es wirklich aufnehmen. Aber ich weiß es jedenfalls nicht. Es gibt schon YouTuber, die es angefangen haben, schon direkt in der Beta angefangen aufgenommen, aber haben es dann abgeschlossen, sobald die Beta zu Ende war. Und haben jetzt wirklich die richtigen Let's Plays angefangen. Aber es gibt auch recht wenige nur davon. Und ich verstehe nicht, warum kaufen sich so viele wenige Leute das? Was ist los? Das Spiel ist doch geil. Aber ich stumm mich jetzt. Schwestern und Brüder der fünften Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch. Hey, verrat uns deinen Namen. Ja, immer gern. Hier kommen nämlich zur Charaktererstellung. Wir können männlich oder weiblich spielen, das sind immer dieselbe. Ich merke es irgendwie. Ach, stimmt, das Gesicht können wir so lassen, aber die Haare möchte ich so ändern. Gesicht lassen wir, Haut, Frisur. Habe ich auch schon welche im Blick. Nämlich die hier nämlich. Und so richtig schwarz nämlich dazu. Soll ich ein bisschen zu Kirito passen? Und der Bart. Nimm natürlich eine Kriegsbemalung. Das will ich nämlich immer nehmen. Jetzt habe ich nämlich aber die hier. Ja, das machen wir knallrot. Und das habe ich ja schon mal gehabt. Und ich hatte den knallrot alle Spiele. Das sieht heftig aus. Ja, auch alles auf Max, Alter. Das sieht ultra Hammer aus. Das war so. Sieht schon fresh aus, ne? Ich könnte noch ein zweites Make-up aussehen.
Wie lange nehmen wir das? Und muss irgendwie hautfarbig das irgendwie haben. Ja, geht. Ja, mal lassen. So, das machen wir auch nochmal ändern. Mit das. Ketten, keine oder Ursprung, aber ich bin Ursprung, weil das nämlich etwas besser von der Rüstung her ist. So, jetzt machen wir noch unseren Begleiter. Den hier. Die Augen lasse ich nämlich so. Also die Augenfarben, also Fell kann auch so bleiben, aber ich will es etwas heller haben gleich. So, hier schwarz. Lassen wir jetzt so. Also auch Farbe vielleicht mal in Schwarz ändern. Und dann Leder. So. Wie nennen wir denn jetzt? Komm. Nenne ich einfach den Palico. Jui. So. Jetzt beginnen wir unsere Reise. Ich stumm mich wieder. Bis gleich. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Haha! Auf die Top-Auswahl! Und die Kommission! Also, sag mal, was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, Meets Meets. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl.
Ui, wir sind ja irgendwo drauf gestrandet. Oder irgendwas ist auf. Ja, keine Ahnung was. Wir sind da auf einen Gegner gestrandet, kann man glaube ich sagen, weil ich glaube, das ist kein normaler Vulkan oder was auch immer. Ja, wir spielen auch nebenbei Assassin's Creed. Wenn die Leute noch nicht, also ihr Leute, wenn ihr noch nicht das kennt, Monster Underworld ist auch schon ultra alt, das gab es schon auf der PlayStation 2, glaube ich, soweit ich das jetzt mal verstanden hatte, vom Kollegen. Das Spiel gab es schon früher, aber wurde jetzt einfach auf die PlayStation 4 auch mal übertragen. Davor hieß es Monster Hunter einfach und jetzt heißt es Monster Hunter World. Vor allem das Boot hat auch nicht nur eine Schramme. Was für ein Boot ist, oder besser gesagt, was für ein Holz ist das? Wenn das schon da drüber geht und noch hier ein Kratzer hat, dann baue ich nur solche Schiffe. Wäre mein Charakter nicht so dumm und würde man eigentlich auch. Ich glaube, der bewegt sich hoch, oder? Vor allem, sie ist noch nicht mal so weit oben gewesen. In der Cutscene habt ihr doch gesehen, ich ging schon weiter oben und er war noch nicht mal da. Geil. Also das Vieh nenne ich mal groß. Die neue Welt. Vor allem mit dieser Rüstung und dem Kopf vor allem. Sieht das aus, als wäre ich ein Mädchen. Aber wirklich bin ich ja nicht mal ein Mädchen. Ja, spiel das. Vieh ist groß. Speichervorgang. Ja moin. Das Vieh. Nein, ich will dahin, ich will dahin. Aber ich will das Vieh an. Ach, dann nicht. Muss ich da hinlaufen. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Zwischen 1 und 3 sollte eigentlich auch ein Eingang sein. Aber ich glaube, das ist gar nicht da mehr. Also jedenfalls, wo ich gesagt habe, war auf jeden Fall Eingang. Ja, so sieht die neue Welt aus. Uralter Wald.
Ist ein Schiff in der Luft. Hallo. Also hier sollte eigentlich ein Eingang sein. Um zum Hauptquartier zu gelangen, müssen wir laut Karte. Genau, hier ist nämlich der. Stand immer der Fischfritze. Der, wo ich hier war, ich immer fischen. Ja, hier ist ein Fehler. Hier kann man, kommt man irgendwie durch. Hier war nämlich, wo ich gespielt habe, habe ich nie gemerkt, nämlich. Hier ist nämlich einfach so ein Stein im Weg. Werdet ihr aber später sehen, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ich habe den Weg, hallo, komm her. Und hier steht eigentlich auch immer Honig, aber ist nicht da. Muss ich zu der Eulen hinlaufen? Ja, an deiner Fotze, Digga. Jetzt komm. Was für eine seltsame Pflanze. Hier drüben ist noch eine. Komm schon. Ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Ja, ich hätte eine Schlange gefunden, du Olle. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern. Dann ich bin vorne, du Olle. Hallo? Ich glaube, er soll, du solltest mir erfolgen. Durch diese Ranken können wir uns ein... Kein Kampf, wenn du keine Waffe hast. Wir müssen uns verstecken. Komm, hier lang. Beeilung! Versteck dich, schnell! Vor allem, wieso sind sie so dumm, Digga? Jetzt komm. Okay, die Luft ist rein. Brechen wir auf, solange wir können. Wer hätte schon vorher gehen können, du Olle? Nichts kann uns aufhalten. Ich muss warten, bis die Otter kommt. Meine Güte. Was ist das für eine Spur? Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Ja, hör auf mit der Katze hin, Junge, dann kann ich auch laufen. Die Logik, die beiden laufen vorne und ich laufe hinter dem Tier her. Ja, moin. Oh, okay, da kommt ein T-Rex. Ja, lauf weiter, Mann.
springt! Lass mich liegen und lauf weiter, ne? Alles in Ordnung? Auf geht's. Ja, gut. Ich glaube, jetzt kommt noch mal eine Sprachszene. Ich stumm mich mal jetzt schon mal. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Kommt. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Euer Ruf eilt euch voraus. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Ich werde das lieber. Ich muss jetzt mal die Anführer da vorne folgen. Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Hier drüben. Ich finde das Spiel einfach recht geil. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Na, eigentlich ist dann, wenn du hier aufgewachsen bist, dann ist eher das hier die alte Welt und dann wäre eher für dich die neue Welt. Aber okay. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Ja. Schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Nein, ich gehe lieber weiter. Hier drin ist es schön warm. Was willst du erwarten von euch? Du hast vor dir gerade einen genau. Richtig fetten Ofen mit
Feuer drin, du Idiot. Oder Idiotin, besser gesagt. Ich bin dabei. Auch so eine Fressfrau einfach nur. Hier drüben. Er sagt hier entlang und er sagt dann aber im Spiel, hier drüben. Das ist ein Katzengesicht. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Mein Palico! Hey, du! Ich wusste, du schaffst das. Gut, sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Sora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der Fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Yagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Yagras. Findet Herr... Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! An die Fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Ja, moin. Hier drüben. Weil ich war vor ihm drin und er ist jetzt vor mir da drin. Ach, egal. Die Ladeszene wird ja mitgerechnet. Während ich am Laden bin, kann er rein. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Und weil es gibt eine Doppelkling, deswegen könnt ihr schon wissen, was ich Jäger besser. Katana, Schmetterschwert, Eisenhammer, Proto. Also Eisenbogen macht wirklich wenig Damage. So der hier hat doch auch Eisenklinge auch. Metalldudelsack. War auch immer ein Dudelsack. Ja. Aber ich nehme die Doppelkling, glaube ich. Oder? Oder? Komm. Ich nehme mit dem Charakter das Langschwert, also nicht das Katana. Also das Katana ist das Langschwert und das heißt einfach Großschwert. Keine Ahnung warum, aber ist ja nicht mein Ding.
Sieht doch jetzt ordentlich aus. Genau. Aber bevor ich losgehe. Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Weil ich muss einmal kurz trainieren und danach beende ich auch die Folge. Weil ich glaube, ich bin ja schon bei mindestens, glaube ich, 20 Minuten, könnte man sagen vielleicht. Also ich werde wahrscheinlich immer mindestens eine Mission oder ein, zwei Missionen machen. Mehr nicht, weil drei ist es zu lang. Weil es gibt nämlich so Missionen, das habe ich auch mit den anderen Charakteren schon gehabt. Da brauche ich schon mindestens 20 Minuten nur, um einen Gegner zu besiegen. Weil es Bosse sind. Okay, gehen wir die Grundlagen des Jagens durch. Erstens, halte deine Waffe bereit. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Nach Angriffen ist deine Deckung offen. Aber das ist es, die Sache wert. Blocken, also kann man Geister Angriffe auch blocken. Aber eine Ulti gibt's ja nicht, ne? Ich glaube, ich wäre doch lieber. Ich habe jetzt schon gemerkt, nee, ich komme damit nicht klar. Deswegen nehme ich doch lieber das da. Meine Lieblingswaffen. Doppelklingen sind eine Nahkampfwaffe für schnelle Schlagsalven. Ihr Dämonenmodus ist stark, aber kostet Ausdauer. Okay. Da gibt es auch den Dämonenmodus. Ja, das wird mein Ding sein, also meine Waffen. So, dann gehe ich nochmal raus. Mein Raum. Ich glaube, ich meine Bonis rausholen kann. Es gibt es gibt ein Samurai-Set, womit ich aussehe wie ein Samurai. Aber ich werde das Samurai-Set wahrscheinlich nicht benutzen, weil der jeden Tag immer nur mit demselben Outfit. Naja, ich werde ja immer wieder nach und nach ja Ausrüstung herstellen, dass es nicht besser ist. Weil die Rüstung ist ja nur das Aussehen, mehr nicht. Ja, ich werde aber nicht in diese Samurai-Rüstung benutzen, ich will auch verschiedene verwenden. Gucken wir, ob ich jetzt meine Bonis hier rausholen kann. Mein Haushalter. Ja, hier. Da werde ich nämlich eher nur den Talisman nehmen. Die Deko-Rüstung hole ich auch raus. Falls ihr wollt, dass ich nur dieses Samurai-Set benutze, also ich aussehe wie Samurai. Aber das entscheidet ihr selbst. So, dann nochmal kurz Ausrüstung ändern. Und dann müssen wir den Talisman. Seht ihr jetzt mein Talisman hier in der Hand? So. Ich verabschiede mich jetzt für die erste Folge von Monster Hunter World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr wollt auch natürlich mehr davon. Zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt. Müsst ihr nicht, ist keine Pflicht. Es wäre aber sehr schön von euch. Also, bis zum nächsten Mal und ich bin raus. Tschö. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.